Meine Damen und Herren, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zur Vorstellung meines neuen Buches Mensch einfach genial mit dem Kurzvortrag Anatomie auch als Nichtmediziner verstehen. Ich unterrichte jetzt seit einigen Jahren Anatomie hier an der LMU in München und gebe Lehrbücher heraus. Und dann ist mir zunehmend aufgefallen, dass das, was eigentlich fehlt, ein Buch ist, das für jeden verständlich den Bau des menschlichen Körpers erläutert. Denn darum geht es in diesem Buch. So, was ist jetzt alles Anatomie? Der Begriff leitet sich aus dem Griechischen ab und beschreibt das Zergliedern oder Aufschneiden des Körpers. Denn bis zur Erfindung des Mikroskops war die Präparation von Leichen mit einem Skalpell unsere wichtigste Technik. Das hat auch Goethe damals so erkannt. Das bedeutet, die Anatomie vermittelt Kenntnisse über den Bau des gesunden menschlichen Körpers. Das ist natürlich für Ärztinnen und Ärzte die Grundvoraussetzung, damit sie überhaupt Patienten behandeln können. Aber warum sollten jetzt auch Sie als Nichtmediziner sich mit der Anatomie auseinandersetzen? Ich denke, da gibt es zwei Gründe. Erstens kann man nur, wenn man den Bau des Körpers verstanden hat, nachvollziehen, wie er funktioniert. Und zweitens bekommt man dann auch ein Gefühl dafür, wann er vielleicht einmal nicht mehr richtig funktioniert, man also krank ist und ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen sollte. Und das möchte ich Ihnen jetzt mit zwei Beispielen erläutern. Das erste Beispiel ist eine Erkrankung, nämlich die Appendizitis, die eben keine Blinddarmentzündung ist, weil sich nicht der Blinddarm entzündet, sondern der regenwurmartige Fortsatz, der daran hängt. Dieser enthält Abwehrgewebe, wie zum Beispiel auch die Mandeln in unserem Rachen. Diesen Begriffskuddelmuddel verdanken wir übrigens den alten Anatomen, aber worauf es hier ankommt, ist, dass Sie wissen, wo die Appendix liegt. Denn das wichtigste Symptom der Appendizitis, neben unspezifischen Dingen wie Übelkeit und Fieber, sind erstmal diffuse Schmerzen im Bauch, die dann in den rechten Unterbauch wandern, weil hier die Appendix liegt. Und das ist für den Chirurgen ein wichtiges Zeichen. Er tastet dann den Bauch ab und muss entscheiden, handelt es sich um eine Appendizitis und muss er operieren oder nicht. Das zweite Beispiel ist keine Erkrankung. Aber wenn Sie verstehen wollen, wie man als Frau und als Mann sexuelle Lust empfinden kann, müssen Sie sich mit dem Bau der äußeren Geschlechtsorgane auseinandersetzen. Und hier ist die Haupterkenntnis, dass der Penis beim Mann und der Kitzler oder die Klitoris bei der Frau, die für das sexuelle Empfinden wichtig sind, ganz ähnlich aufgebaut sind. Das hat damit zu tun, dass in den ersten Wochen im Mutterleib die äußeren Geschlechtsorgane bei Jungen und Mädchen sogar gleich aufgebaut sind. Bei Jungen entwickeln sich dann Penis und Hodensack und bei Frauen entsprechen dem Hodensack die großen Schamlippen, der Eichel und dem Harnröhrenschwellkörper die kleinen Schamlippen und den Penisschwellkörpern die Klitoris. Wenn wir jetzt eine detaillierte anatomische Abbildung anschauen, dann fällt auf, dass die Klitoris nicht nur aus diesem Körper hier besteht, sondern zwei schenkelartige Schwellkörper aufweist, die sich hier dem Beckenknochen anlegen. Und die sind in ihrem Bau genau so wie der Penis. Hier liegen die Schwellkörper nur ganz eng beieinander. Wir haben den Penis hier mal durchgeschnitten, damit man das besser erkennt. Penis und Klitoris werden durch eine Arterie gefüllt. Dann weiten sich die Schwellkörper. Dabei quetschen sie die Vene, die das Blut wieder rausführen könnte, ab. Und Klitoris und Penis werden steif. Das heißt, man bekommt eine Erektion. Und die ist für das sexuelle Lustempfinden wichtig. Diese Lust wird dann wahrgenommen durch den Scham- oder Pudendusnerv, der hier oben auf der Rückseite des Penis oder der Klitoris verläuft. Jetzt gibt es in dem Buch noch einige Beispiele zu Erkrankungen wie Schlaganfall, Herzinfarkt. Und ich habe außerdem in einem Prolog und Epilog etwas erklärt, wo die Leichen herkommen, die wir präparieren, was der Unterschied ist zwischen Anatomie bzw. Pathologie und Rechtsmedizin und warum auch für mich die Anatomie heutzutage immer noch ein spannendes Forschungsfach ist. Ihnen wünsche ich, bleiben Sie gesund und verlieren Sie nicht den Humor.